Die herrliche Bergwelt des Stubaitals in Tirol ist am 1. Augustwochenende wieder Schauplatz des traditionellen Stubai Bike Marathon. Bereits zum 10. Mal findet dieses Mountainbike-Rennen dank des enthusiastischen Einsatzes des Veranstalters statt. Die Idee vom Stubai Bike Marathon war ja eigentlich, dass wir gesagt haben, wir möchten den Leuten sagen, wie schön Stubaital zum Mountainbiken ist, was wir für tolle Strecken haben. So ist die Idee geboren worden und durch das, dass wir selber alle teilweise relativ viel Radlrennen fahren, glaube ich schon, dass wir ein bisschen wissen, auf was es beim Bike-Marathon ankommt. Und wir haben gesagt, wir richten diese Veranstaltung nicht auf Kommerz, sondern es sollen die Teilnehmer taugen, sie sollen ein super Radlrennen vorfinden und so veranstalten wir den Bike-Marathon, unserer Meinung nach. Den Auftakt liefert traditionell das Dorfkriterium, ein Rundenrennen durch die Straßen und Gassen von Mieders. Als klarer Favorit geht Daniel Federspiel im weißen Trikot in dieses Rennen. Zu Beginn des Rennens geht der Schweizer Christoph Bischoff in Führung. Doch schon vor der ersten Zieldurchfahrt zeigt Federspiel, wem dieses Rennen gehört. Bisher hat der 23-jährige Tiroler alle drei Kriterien, an denen er hier teilnahm, gewonnen. Ungeachtet der Strapazen vom kommenden Tag tritt er mit voller Kraft in die Pedale. Das Rennen dauert 40 Minuten und nach weiteren zwei Runden steht der Sieger fest. Nach 33 Runden steht Daniel Federspiel zum vierten Mal als freudiger Sieger beim Dorfkriterium im Ziel. Wir haben eigentlich in Stubai schon alles erreicht. Das war das vierte Kriterium da und viermal gewinnen, das ist allein Wahnsinn. Die Frage von vielen Leuten ist, was passiert morgen auf der Marathonstrecke, Dani? Ich hoffe mal, dass ich einfach ohne Defekt ins Ziel komme. Und wenn ich morgen gerade mal ins Ziel komme, dann bin ich richtig zufrieden. Wahres Jubiläumswetter gibt es am folgenden Tag für den 10. Stubai Bike Marathon. Anders als früher haben die Veranstalter das Start-Ziel-Gelände ins Ortszentrum der kleinen Stubaier Gemeinde Mieders gelegt. Den Ortskern füllen über 400 Starter. Ich bin voriges Jahr schon mitgefahren und mir hat das irrsinnig gut gefallen. Oder? Und ja, so jetzt Wochenende ein wenig Marathon fahren, ist schade nicht. Jakob Nimpf, einer der Favoriten und Vorjahresdritter, kann sich hier schon einen guten Startplatz sichern. Stark vertreten auch das VD Simplon-Team, allen voran der Deutsche Andreas Strobel. Auch Federspiel erscheint mit sichtlich guter Laune am Start und geht voll Zuversicht ins Rennen. Ich darf jetzt einmal sagen, der Stubai Bike Marathon ist einer von den härtesten Marathons. Durch das, dass es eher eine kurze Strecke ist mit den 70 Kilometern und so viele Höhenmeter. Also ja, für mich ist das eigentlich der anspruchsvollste Marathon überhaupt. Nimpf und Strobel führen das Feld zum ersten Anstieg, welcher direkt am Ortsrand beginnt. Doch Federspiel lässt nicht lange auf sich warten und bestimmt ab hier das Tempo. Zusammen mit dem deutschen Strobel und Benjamin Sonntag versucht er, sich vom Feld zu lösen. Nach den ersten 1000 Höhenmetern kann sich Daniel Federspiel deutlich von den Verfolgern absetzen und erreicht mit 2 Minuten Vorsprung das Berggasthaus Koppeneck. Hans-Peter Obwaller hat mit einem Defekt seiner Sattelklemme zu kämpfen und verliert somit alle Chancen auf einen Spitzenplatz. Die Sattelklemmung ist defekt.
der Sattel rutscht mir immer rein. Und da kann man nicht gescheit fahren. Jetzt werde ich es einmal reparieren und dann weiterfahren. Nach einer Abfahrt auf Forstwegen wartet nun ein herausfordernder Single Trail auf die Biker. Bei diesem Marathon stehen drei verschiedene Strecken zur Auswahl. Die Strecke Light geht über 1200 Höhenmeter, die Strecke Medium über 2200 und die Strecke Extreme über 3700 Höhenmeter. Somit ist für jeden Ausdauerbiker etwas dabei. Nun wechselt die Strecke auf die andere Talseite. In Fulpmes beginnt die nächste Bergetappe und Federspiel ist mit bereits 2,5 Minuten Vorsprung unterwegs. Der Österreicher Martin Kellermann liegt beim Anstieg auf die Schlickeralm an hervorragender 6. Stelle. Federspiel konnte beim Anstieg Schlickeralm sein Tempo beibehalten. Beim Downhill, seiner Spezialdisziplin, wird er diesen Vorsprung wohl nicht mehr verlieren. Markus Kaufmann ist als Führender auf der Mediumstrecke nur eine Minute hinter Federspiel. Die Österreicherin Christina Ferhaas führt in der Damenwertung der Mediumstrecke mit großem Vorsprung. Flasche bitte! Flasche! Bravo! Bravo! Federspiel muss versuchen, sein Tempo zu halten, denn bis hier ist erst knapp die Hälfte der Strecke absolviert. Zwei Minuten im Rückstand folgen dicht aufeinander Bischof, Nymph und Sonntag. Aber auch für Strobel sind die drei noch zum Greifen nahe. Trotz einer Fahrzeit von mittlerweile 2,5 Stunden nimmt Federspiel beim Downhill volles Risiko. Ob er wohl genügend Reserven für die letzten 1000 Höhenmeter haben wird? Hier die letzte Ortsdurchfahrt in Mieders, bevor es zum alles entscheidenden Anstieg geht. Strobel versucht sich nun aus der Verfolgergruppe abzusetzen. Auch nach der Hälfte des letzten Anstieges ist noch alles beim Alten und Federspiel scheint das schöne Panorama des Stubaitals zu genießen. Doch hier hat sich plötzlich Benjamin Sonntag vor Strobel gereiht und beginnt den Kampf um Platz 2. Beim abschließenden langen Anstieg muss der Tiroler seinem hohen Anfangstempo Tribut zollen und verliert Sekunde um Sekunde seines komfortablen Vorsprungs. Auf den letzten 200 Höhenmetern muss er die Führung abgeben. Benjamin Sonntag taucht als erster auf. Er stürzt sich siegesbewusst in die Schlüsselstelle des Rennens, ein extrem steiler und schmaler Single Trail. Eine halbe Minute später erscheint der vermeintliche Sieger. Er fährt mit vollem Risiko in den Single Trail ein. Dort setzt er alles auf eine Karte und kann den Deutschen bei der Ortseinfahrt von Mieders einholen. Auf den letzten 500 Metern mobilisiert Federspiel alles, was er noch hat, um im Zielsprint als Sieger über die Ziellinie zu gehen. Die letzten 200 Höhenmeter habe ich nachher so Krämpfe gekriegt, jetzt habe ich mir gedacht, da komme ich nie wieder raus. Und dann ist eben der Zweitplatzierte von hinten gekommen. Und bei der Bergwertung oben habe ich nachher ja, über eine halbe Minute Rückstand gehabt. Dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt in der Abfahrt riskiere ich alles, alles oder nichts. Und gerade bei der Talstation drüben habe ich ihn wieder gekriegt. Und durch einen Zielsprint habe ich das dann für mich entscheiden können. Im letzten Aufstieg konnte ich mich vom Andreas Strobel, der am Ende Dritter geworden ist, lösen und sieh da, auf einmal kam der Daniel zu Gesicht und das hat natürlich nochmal Motivation gegeben. Und im dunklen Waldtrail, da gab es einen Rechtsabzweig und den habe ich verpasst. Also hatte einen kleinen Sturz mit Kette abspringen und das hat ab die 15 Sekunden gekostet. Und dann ist es aber auch so für den Zweiten, sobald er einen wieder zu Gesicht bekommt, ich denke, da hat er nochmal extra Motivation bekommen und dann hat er sich rangekämpft und ist zum Sprint gekommen, ja.
Bei den Damen auf der Extremstrecke fuhr die Bikerin Verena Grenzlehner einen ungefährdeten Startzielsieg mit einer Zeit von 5 Stunden, 4 Minuten und 11 Sekunden nach Hause. Aber auch von der Strecke total schier, zum Singletrail fahren echt lässig. Fertig. Gerne werden die Veranstalter mit dem Stubai Bike Marathon weiterhin die Mountainbike-Szene begeistern. Wir werden es weitermachen, solange uns die Leute unterstützen. Wir haben fast 200 freiwillige Helfer auf der Strecke. Und solange uns diese Leute immer so helfen, wie sie uns derzeit helfen, werden wir das Rennen sicher weitermachen, weil ohne die können wir es nicht machen.